Guten Abend, hier ist ich bin am Fruchthamplatz. Ich komme am Donnerstag. Am Donnerstag mein Büro für angewandten Realismus. Meine Veranstaltung Niveau unter Null. Wie ich so eben erfahren habe vom Veranstalter, wird es dieses Mal wohl leider nichts mit Aufnahmen von Veranstaltungen. Weil aus Datenschutzgründen, das ist sehr bedauerlich, ist nochmal zu hören, der genaue Text war der, dass alle Leute einzeln befragt werden sollen, dass das nicht möglich ist, ist leider klar. Ich werde trotzdem versuchen, dass ich das nur auf die Personen beschränke, einige von der Stimmung mitzunehmen, indem ich einfach die Räumlichkeiten und die Werke hier zeige. Das ist immerhin auch was. Vielen Dank. Ich gucke mal nicht rum jetzt. Es ist auch so, dass diesmal nicht im Keller oder im Souterrain die Sache stattfindet, sondern ich glaube im ersten Stock, jedenfalls weiter oben. Hier wieder die berühmten Katzen, hier diverse andere Werke. Die Auswahl ist wieder nicht klein, sondern ganz im Gegenteil. Ist sie groß und vielfältig auch natürlich, selbstverständlich. Das ist keine Person, das war nur ein Spiegel, das bin, war ich, der da zu sehen war. Hier haben wir unterschiedlichste, das ist auch keine Person, das ist ein Kunstwerk. Es sind wieder sehr, sehr, sehr kreative Dinge zu sehen. Also mal so visuell gesprochen. Ne? Theoretisch ist das ja auch etwas zum Hören. Hier haben wir wieder was ganz, ganz fantastisch, ne? Ganz viel gemalt. Beim Plastik, gelben Plastik, Plexiglas kann man auch sagen, es kommt immer drauf an. Ja, ganz unterschiedlich, visuell und zweidimensional und auch dreidimensional. Alles ist sozusagen vertreten. Ein roter Globus, eine lila Katze, das gefällt mir ganz außerordentlich. Was will man mehr? Hier gibt es auch Platten, also Schallplatten natürlich. Und wieder hier ein klassisch religiöses Thema, das man andernorts auch schon gesehen hat. Das ist nur scheinbar ein Stuhl. Das ist auch etwas. Hier sehen wir dann noch einmal meinen eigenen kleinen Beitrag zu der ganzen Sache, der hoffentlich auch für einen Cent oder sogar mehr versteigert wird, allerdings nicht heute, sondern erst an einem anderen Tag. Jetzt kann man die Schrift nicht lesen, oder? Naja, ich erwähne den Titel nachher nochmal. Ne? Was haben wir noch? Ich muss mich aufpassen ein bisschen so. Also, hier ist das Zentrum der medialen Umsetzung und modernste Technik mit Computern und ähnlichen Geräten. Ja, gibt es noch auch noch einiges zu sehen. Ne?
Ist der Eingang oder auch Ausgang, das ist natürlich eine Sache der Perspektive. Hier ist nämlich ein das Logistikzentrum Hinterzimmer, wo aber auch einige Dinge sich befinden, auch jahreszeitlich durchaus orientiert zum Teil. Ja, starke Kontraste prägen auch hier zuweilen die Angelegenheit. Ich versuche nochmal, in diesem Sinne, also sieht man mich auch mal ein bisschen in einer anderen Spiegelperspektive. Und wie gesagt, es war war es nicht im Keller, sondern dorthin führte der Weg über diesen Flur in diese Räumlichkeiten. Wir halten das alles im Herrn fest. Ja? Und ich würde sagen, soweit für heute. Dann erst einmal soweit. Vielen Dank und genau.